wir etwas Spezielles haben, oder? Es ist nicht ein Tier wie ein Kalb oder sonst etwas. Man hat nicht so enge Beziehung, natürlich, oder? Es ist einfach die Gesamtherde, wo man einfach Freude hat, oder? Also, es ist etwas Schönes, wenn sie von außen sind. Ich muss sagen, ich habe noch gerne mal ein gesottenes Eier. Aber wir haben schon gerne Fleisch, vor allem ich auch. Und so ein Spiegelei und so, da gibt es sicher alle Wochen mal so. Aber nicht, dass wir nur noch Eier essen. Aber es ist auch nicht, dass jetzt die Eier so verleiden. Also man hat es gleich noch relativ gern. Wichtig ist einfach, dass wir am Morgen Kontrolle machen mit den Hühnern. Haben sie Wasser, Futter, sind sie gesund. Man merkt schnell. Wenn es gackert, dann ist ein gutes Zeichen. Wenn alle ruhig sind, ist nicht gut. Und wenn es zu viel gackert, dann stimmt auch wieder etwas nicht. Dann könnte es sein, dass sie kein Wasser oder kein Futter haben. Hennen kann man nicht behandeln. Einzeln, das lohnt sich nicht. Das ist unmöglich. Man kann einen Tierarzttag wegen einer Henne. Man muss den ganzen Bestand unter Kontrolle haben. Bei einer Kuh da kann man einfach mal Fieber messen. Bei einer Henne das geht nicht. Wenn eine Henne krank ist, dann ist sie halt krank und dann ist sie, ja, man kann eigentlich nichts mehr machen. Was wir einfach noch aufpassen bei dem Auslauf, das ist die Verwurmung. Da hat man in der Bodenhaltung, wenn man es im Stall hat und nie rauslässt, ist das Problem nicht. Und wenn man es halt rauslässt, muss viel mehr aufpassen. Man darf es im nassen Wetter, dürfen wir die Hühner nicht rauslassen. Sonst haben wir da viel zu viel Verwurmung bei diesen Hühnern. Die Braunen sind einfach anhänglich, das merkt man. Es ist ein fühlendes Huhn, also ja, in dem Sinn. Oder? Es ist, wie der Mensch ist eher ein Phlegmatiker in dem Sinn und die anderen sind eher ein bisschen. Die Weißen sind ja, nervöser dafür. Ich weiß auch nicht, wenn man vergleichen kann, die Welschen und die Deutschschweizer. Die sind auch eher ein bisschen, die Welschen sind auch eher ein bisschen gemächlicher. Also, ich weiß es nicht, aber man kommt doch.